Neuntes Kapitel. Die geheimnisvolle Kutsche. Dieser tragische Abend hatte für alle böse Folgen. Die Carlotta erkrankte, Christine war seit der Aufführung verschwunden. 14 Tage vergingen, ohne dass sie sich in der Oper oder außerhalb der Oper blicken ließ. Man darf dieses erste Verschwinden, das kein besonderes Aufsehen erregte, nicht mit der berüchtigten Entführung verwechseln, die etwas später unter rätselhaften und tragischen Umständen stattfinden sollte. Vor allem Raoul konnte sich die Abwesenheit der Diva nicht erklären. Er hatte ihr an Madame Valérys Adresse geschrieben, ohne eine Antwort zu erhalten. Anfangs wunderte er sich nicht darüber, da er ihre Gemütsverfassung und ihren Entschluss kannte, sämtliche Beziehungen mit ihm abzubrechen, obwohl er den Grund dafür nicht ahnte. Sein Schmerz wuchs und schließlich beunruhigte es ihn, den Namen der Sängerin auf keinem Spielplan mehr zu sehen. Faust wurde ohne sie aufgeführt. Eines Nachmittags gegen 5 Uhr erkundigte er sich bei der Direktion nach der Ursache für Christines Verschwinden. Er traf die Direktorin äußerst besorgt an, sogar ihre Freunde erkannten sie nicht wieder. Sie hatten jegliche Lust, jeglichen Unternehmungsgeist verloren. Sie schlichen mit gesenktem Kopf, bewölkter Stirn und blassen Wangen durch die Oper, als verfolgte sie irgendeine schreckliche Vorstellung oder als hätte sich ihrer ein tückisches Schicksal bemächtigt, das sein Opfer packt und nicht mehr loslässt. Der Sturz des Lüsters warf manche Fragen auf, aber es war schwer, von den Direktoren Aufschlüsse darüber zu erhalten. Die Untersuchung entschied auf einen Unfall infolge der abgenutzten Befestigung, wies aber darauf hin, dass die alte und die neue Direktion die Pflicht gehabt hätte, diese Abnutzung festzustellen und zu beheben, ehe sie zu der Katastrophe führte. Richard und Moncharmin machten tatsächlich einen so veränderten Eindruck und benahmen sich so mysteriös, dass viele Abonnenten vermuteten, ein noch schlimmeres Ereignis als der Sturz des Lüsters habe den Stimmungsumschwung der Direktorin bewirkt. In ihrem täglichen Umgang zeigten sie sich ungehalten, nur nicht Madame Jerry gegenüber, die wieder ihre alte Stelle bekleidete. Man kann sich ausmalen, wie sie den Vicomte de Charny empfingen, als er sich nach Christine erkundigte. Sie beschränkten sich darauf, ihm zu antworten, sie sei in Urlaub. Er fragte, für wie lange, und sie erwiderten trocken, Christine Daae habe aus Gesundheitsgründen um unbegrenzten Urlaub gebeten. »Demnach ist sie krank«, rief Raoul. »Was fehlt ihr denn?« »Das wissen wir nicht.« »Haben Sie denn nicht den Theaterarzt zu ihr geschickt?« »Nein, sie hat nicht danach verlangt, und da wir ihr vertrauen, zweifelten wir nicht an ihren Worten.« Die Sache kam Raoul unnatürlich vor. In düsteren Gedanken verließ er die Oper und beschloss, was auch immer geschehen möge, Mama Valerius um Auskunft zu bitten. Er hatte keineswegs das strenge Verbot aus Christines Brief vergessen, irgendetwas zu unternehmen, um sie zu sehen, aber das, was er in Perros erlebt, was er hinter der Garderobentür erlauscht, was Christine ihm am Rande der Heide erzählt hatte, ließ ihn einen, wenn auch nicht gerade teuflischen, so doch zumindest unmenschlichen Anschlag befürchten. Christines exhalierte Fantasie, ihre zarte und gläubige Seele, die primitive Erziehung, die ihre Kindheit mit einem Legendenkreis umgab, das sehnsüchtige Denken an ihren toten Vater und vor allem der Zustand höchster Ekstase, in den sie neuerdings die Musik unter besonderen Umständen versetzte. Hatte er sich nicht selbst bei der Szene auf dem Friedhof ein Urteil darüber bilden können? All das schien den bösen Absichten einer rätselhaften und skrupellosen Person den Weg zu ebnen. Wessen Opfer war Christine? Diese höchst vernünftige Frage stellt sich Raoul, während er zu Mama Valerius eilte. Der Vicomte besaß gesunden Menschenverstand. Gewiss war er Dichter, liebte gute Musik und die alten bretonischen Märchen, in denen die Korriganer tanzen und überdies jene kleine Fee aus dem Norden, die Christine Daae hieß, aber deshalb glaubte er noch nicht an das Übernatürliche außer auf dem Gebiet der Religion, und nicht einmal die fantastischste Geschichte auf der Welt hätte ihn vergessen lassen können, dass 2 und 2 4 ist. Was würde er wohl von Mama Valerius erfahren? Ihm bangte davor, als er an der Tür der kleinen Wohnung in der Rue Notre-Dame des Victoires klingelte. Die Kammerjungfer, die er eines Abends aus Christines Garderobe hatte kommen sehen, machte ihm auf. Er fragte, ob er Madame Valerius sprechen könne. Sie antwortete ihm, Madame Valerius sei bettlägerig und könne niemanden empfangen. »Bringen Sie mir bitte eine Karte«, sagte er. Er brauchte nicht lange zu warten. Die Kammerjungfer kam zurück und führte ihn in einen schummerigen, spärlich möblierten Salon, an dessen Wänden sich die Bilder von Professor Valerius und Vater Daae gegenüberhingen. »Madame lässt sich bei Monsieur le Vicomte entschuldigen«, sagte sie.
ihn nur in ihrem Zimmer empfangen zu können, doch ihre armen Beine versagen ihr den Dienst. 5 Minuten später trat Raoul in ein fast dunkles Zimmer, wo er im Halbschatten eines Alkovens das gütige Gesicht von Christines Wohltäterin sofort erkannte. Mama Valerius hatte inzwischen schlohweißes Haar, aber ihre Augen waren nicht gealtert, im Gegenteil, noch nie war ihr Blick so klar, rein und kindlich gewesen. »Monsieur de Chagny«, sagte sie erfreut und streckte dem Gast beide Hände entgegen. »Ach, der Himmel hat sie zu mir geschickt. Nun können wir über sie sprechen.« Der letzte Satz klang verhängnisvoll in den Ohren des jungen Mannes. Er fragte hastig: »Madame, wo ist Christine?« Die alte Dame antwortete ruhig: »Sie ist natürlich bei ihrem guten Geist.« »Welchem guten Geist?« rief ihr armer Raoul. »Dem Engel der Musik natürlich.« In Geisterklang wie kommt der Chagny in einen Sessel. Demnach war Christine bei dem Engel der Musik. Aus ihrem Bett lächelte Mama Valerius ihn an, legte den Finger auf ihren Mund, um ihm zum Schweigen zu gebieten, und fügte hinzu: »Aber verraten Sie das keinem Menschen.« »Sie können sich auf mich verlassen«, erwiderte Raoul, ohne recht zu wissen, was er sagte, denn seine bereits wirren Gedanken über Christine verwirren sich mehr und mehr, und alles um ihn herum, das Zimmer, die gütige Dame mit dem weißen Haar und den himmelblauen Augen, schienen sich zu drehen. »Sie können sich auf mich verlassen.« ich weiß«, sagte sie glücklich lächelnd. »Aber kommen Sie doch näher, wie als kleines Kind. Geben Sie mir Ihre Hände wie damals, als Sie mir Vater Dayes Geschichte von der kleinen Lotte wiedererzählten. Sie wissen, ich habe sie gern, Monsieur Raoul, und Christine hat sie auch gern.« »Sie hat mich gern?« seufzte der junge Mann, der seine Gedanken kaum sammeln konnte, denn sie kreisten um Mama Valerius' guten Geist, den Engel, über den Christine so seltsam gesprochen hatte, den Totenkopf, von dem er in einer Art Albtraum auf den Stufen des Hochaltars von Perros einen Blick erhascht hatte, und auch um das Phantom der Oper, dessen Ruf ihm eines Tages zu Ohren gekommen war, als er hinter den Kulissen wartete und hörte, wie 2 Schritte neben ihm eine Gruppe Bühnenarbeiter die makabere Beschreibung wiederholten, die der erhängte Joseph Biquet kurz vor seinem mysteriösen Tod von diesem Phantom gegeben hatte. Leise fragte er: »Madame, wieso glauben Sie, dass Christine mich gern hat?« »Sie redet Tag ein, Tag aus von Ihnen.« »Wirklich? Und was sagt sie Ihnen?« »Sie hat mir gesagt, Sie hätten ihr eine Liebeserklärung gemacht.« Die alte Dame brach in Lachen aus und entblößte dabei ihre Zähne, die sie eifersüchtig gehütet hatte. Raoul stand mit hochrotem Kopf und von Schmerz zerrissen auf. »Wohin wollen Sie denn gehen? Setzen Sie sich doch wieder. Meinen Sie etwa, ich ließe Sie so gehen? Wenn Sie mir böse sind, weil ich gelacht habe, so bitte ich Sie um Verzeihung. Sie wussten es hier nicht. Sie sind noch jung. Sie glaubten, dass Christine noch frei sei.« »Ist Christine schon verlobt?« fragte der unglückliche Raoul mit erstickter Stimme. »Nein, nein. Sie wissen genau, dass Christine, auch wenn sie wollte, nicht heiraten kann.« »Was? Davon weiß ich überhaupt nichts. Warum kann denn Christine nicht heiraten?« »Wegen des guten Geistes der Musik natürlich.« »Schon wieder der?« »Ihr, er verbietet es ihr.« »Er verbietet es ihr? Der gute Geist der Musik verbietet ihr zu heiraten?« Raoul beugte sich mit vorgeschobenem Kinn über Mama Valerius, als wollte er sie beißen. Selbst wenn er wirklich versessen darauf gewesen wäre, sie in Stücke zu reißen, hätte er sich nicht grimmiger anstarren können. Es gibt Augenblicke, in denen allzu große Naivität so ungeheuerlich wirkt, dass sie hassenswert wird. Raoul fand Mama Valerius äußerst naiv. Sie übersah den grimmigen Blick, der sie durchbohrte, und fuhr unbezwungen fort. »Ja, er verbietet es ihr, ohne es ihr zu verbieten. Er sagt ihr nur, dass sie ihn nicht mehr hören wird, wenn sie heiratet, sonst nichts, und dass er sie dann für immer verlassen wird. Sie werden sicherlich verstehen, dass sie den guten Geist der Musik nicht gehen lassen will.
Das ist doch natürlich. Ja, ja, seufzte Raoul. Das ist ganz natürlich. Ich dachte übrigens, dass Christine ihnen das alles erzählt hätte, als sie ihnen in Perros begegnet ist, wohin sie mit ihrem guten Geist fuhr. So, sie fuhr mit ihrem guten Geist nach Perros? Das heißt, er hat sich mit ihr auf dem Friedhof von Perros an Dahiers Grab verabredet. Er versprach ihr dort La Résurrection de Lazare auf der Geige ihres Vaters vorzuspielen. Raoul de Chagny erhob sich und heischte energisch: Madame, sagen Sie mir jetzt, wo dieser gute Geist wohnt. Diese taktlose Forderung schien die alte Dame nicht zu überraschen. Sie schaute nach oben und antwortete: Im Himmel. So viel Einfalt brachte ihn aus der Fassung. Ein so schlichter und blinder Glaube an einen Geist, der Abend für Abend vom Himmel herabstieg, um Sängerinnen in ihrer Garderobe aufzusuchen, verschlug ihm die Sprache. Jetzt wurde ihm klar, in welcher Gemütsverfassung sich wohl ein junges Mädchen befand, das ein abergläubischer Fiedler und eine erleuchtete Frau erzogen hatten, und es lief ihm kalt über den Rücken, als er sich die Folgen davon ausmalte. Christine ist doch noch unberührt, entschlüpfte es ihm unversehens. Das schwöre ich bei meinem Seelenheil, rief die alte Dame diesmal empört. Wenn Sie daran zweifeln, Monsieur, so weiß ich wirklich nicht, was Sie hier zu suchen haben. Raoul ergriff seine Handschuhe. Wie lange kennt sie schon diesen guten Geist? Ungefähr 3 Monate. Ja, seit gut 3 Monaten gibt er ihr Unterricht. Der Vicomte verschlug verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammen und ließ sie dann verzweifelt sinken. Der gute Geist gibt ihr also Unterricht? Wo denn? Da sie augenblicklich mit ihm verreist ist, kann ich Ihnen das nicht sagen. Aber bis vor 14 Tagen fand der Unterricht in Christines Garderobe statt. In dieser kleinen Wohnung wäre es unmöglich gewesen. Das ganze Haus hätte sie gehört. In der Oper ist dagegen um 8 Uhr morgens noch niemand da. Dann stört sie keiner. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe, ich verstehe, rief der Vicomte und verabschiedete sich hastig von der alten Dame, die sich im Stillen fragte, ob der Vicomte nicht ein wenig spinne. Beim Durchqueren des Salons traf Raoul die Kammerjungfer und spielte mit dem Gedanken, sie auszufragen, als er ein leises Lächeln auf ihren Lippen zu entdecken vermeinte. Er fühlte sich verspottet und flüchtete. Wusste er nicht schon genug? Er hatte Auskünfte erhalten wollen. Was konnte er noch mehr verlangen? In mitleiderregendem Zustand ging er zu Fuß zur Wohnung seines Bruders zurück. Er hätte sich am liebsten ausgepeitscht, sich den Kopf an der Wand wund gestoßen. An so viel Unschuld, so viel Reinheit zu glauben. Eine Zeit lang alles mit Naivität, Einfalt, Unverdorbenheit erklären zu wollen. Der Geist der Musik, den kannte er jetzt. Sicherlich handelte es sich um irgendeinen schmalzigen Tenor, einen Beau, der sein Herz auf der Zunge trug. Er kam sich lächerlich und zugleich bedauernswert vor. Ach, was für ein elender, unbedeutender, törichter, jämmerlicher junger Mann ist doch Vicomte de Chagny, sagte Raoul sich wütend. Und was für ein freches und teuflisches Luder ist sie. Immerhin hatte ihm der Heimweg durch die Straßen gut getan und seinem glühenden Kopf etwas abgekühlt. Als er in sein Zimmer trat, wollte er sich einfach auf sein Bett werfen, um sein Schluchzen in den Kissen zu ersticken. Aber sein Bruder war da und Raoul sank wie ein Baby in seine Arme. Der Graf tröstete ihn väterlich, ohne irgendwelche Erklärungen zu verlangen. Raoul hätte übrigens gezögert, ihm die Geschichte von dem guten Geist der Musik zu erzählen. Während es einerseits Dinge gibt, mit denen man sich nicht brüstet, gibt es andererseits Dinge, die einen so demütigen, dass man kein Mitgefühl erwarten darf. Der Graf nahm seinen Bruder zum Abendessen in ein Kabarett mit. Wahrscheinlich hätte Raoul in seiner Verzweiflung jede Einladung abgelehnt, wenn der Graf ihm nicht, um ihn umzustimmen, erzählt hätte, er sei gestern Abend in einer Allee des Bois de Boulogne der Dame seines Herzens in Begleitung eines Kavaliers begegnet. Anfangs wollte der Vicomte das nicht glauben, aber genaue Einzelheiten überzeugten ihn schließlich doch davon. Konnte man sich eine banalere Affäre vorstellen? Der Graf hatte sie in einem Coupé erblickt, dessen Fenster heruntergelassen war. Sie atmete die eisige Nachtluft tief ein. Der Mond schien so hell, dass er sie deutlich erkannt hatte. Ihren Begleiter hatte er dagegen nur als undeutliche Silhouette im Schatten gesehen. Die Kutsche fuhr im Schritt durch die Allee hinter der Tribüne von Longchamp.
Raoul zog sich in rasender Eile um, denn er wollte seinen Kummer im Wirbel des Vergnügens ertrinken. Leider war er ein schlechter Gesellschafter, der den Grafen schon früh verließ und gegen 10 Uhr abends in einer Mietdroschke hinter die Tribüne von Longchamp fuhr. Es herrschte Hundekälte. Der Mond beleuchtete die verlassene Straße. Raoul befahl dem Kutscher an der Ecke einer Seitenallee auf ihn zu warten und vertrat sich die Beine, wobei er möglichst Deckung suchte. Er hatte sich noch keine halbe Stunde dieser gesunden Tätigkeit gewidmet, als ein Wagen aus der Richtung von Paris in die Straße einbog und im Schritttempo auf ihn zurollte. Sofort dachte er, das ist sie. Und sein Herz begann dumpf zu pochen, wie damals, als er die Männerstimme hinter der Garderobentür hörte. Mein Gott, wie liebte er sie. Der Wagen kam immer näher, während er sich nicht von der Stelle rührte. Er wartete. Sollte sie es sein, so wollte er den Pferden unbedingt in die Zügel fallen. Er war fest entschlossen, um jeden Preis Rechenschaft von dem Engel der Musik zu fordern. Noch wenige Schritte und das Coupé befand sich mit ihm auf gleicher Höhe. Er zweifelte nicht daran, dass sie es war. Tatsächlich steckte eine Frau den Kopf aus dem Fenster. Plötzlich umgab der Mond sie mit einem blassen Strahlenkranz. »Christine!« Der geliebte Name sprudelte ihm aus dem Herzen über die Lippen. Er konnte ihn nicht zurückhalten. Er sprang ihm nach, um ihn zurückzureißen, denn dieser in die Nacht geschleuderte Name schien das erwartete Alarmsignal für die Equipage zu sein, die an ihm vorbeisauste, ohne dass er Zeit hatte, seinen Plan auszuführen. Die Scheibe des Wagenfensters war hochgezogen worden, das Gesicht der jungen Frau verschwunden, das Coupé, dem er nachkannte, nur noch ein schwarzer Punkt auf der weißen Straße. Er rief nochmals, »Christine!« Keine Antwort, er blieb von Stille umgeben. Er warf einen verzweifelten Blick gen Himmel zu den Sternen, er hämmerte mit den Fäusten auf seine brennende Brust, er liebte und wurde nicht wieder geliebt. Traurig betrachtete er die verlassene und kalte Straße, die bleiche und tote Nacht. Nichts war so tot und kalt wie sein Herz, er hatte einen Engel geliebt und verachtete nun eine Frau. Raoul, wie übel hat dir die kleine Fee aus dem Norden mitgespielt? Was nützt es denn, eine so blühende Wange, eine so schüchterne und stets zu schwammanden Erröten bereite Stirn zu haben, wenn man die einsame Nacht im Luxuscoupé mit einem mysteriösen Liebhaber verbringt? Sollten der Heuchelei und Lüge nicht heilige Grenzen gesetzt sein, darf man kindliche, reine Augen haben, wenn man die Seele einer Hure besitzt? Sie war vorbeigefahren, ohne seinen Ruf zu erwidern. Warum hatte er sich ihr auch in den Weg gestellt? Mit welchem Recht hatte er sich plötzlich vor ihr aufgepflanzt, die ihn doch angefleht hatte, sie zu vergessen, die ihm seine Anwesenheit zum Vorwurf machte? »Geh, verschwinde! Du zählst nicht mit!« Er dachte ans Sterben, und das mit 20 Jahren. Am nächsten Morgen überraschte sein Diener ihn, wie er noch völlig angezogen auf seinem Bett saß und befürchtete beim Anblick seines zerrütteten Gesichts, dass ihm ein Unglück zugestoßen sei. Raoul riss ihm die Post, die er brachte, aus der Hand, denn er erkannte einen Brief, ein Papier, eine Handschrift. Christine schrieb ihm. »Lieber Freund, seien Sie übermorgen auf dem Maskenball in der Oper Mitternacht in dem kleinen Salon, der hinter dem Kamin des großen Foyers liegt. Stellen Sie sich an die Tür, die zur Rotunde führt. Sagen Sie keinem Menschen etwas von dieser Verabredung. Ziehen Sie einen weißen Domino an und tragen Sie eine Maske. Ich beschwöre Sie bei meinem Leben, lassen Sie sich nur nicht erkennen. Christine«.